Moin Moin, ich wollte informieren nur, dass ihr morgen dran denken sollt, um 17 Uhr kommt das Twitch DC. Also ist ein bisschen spät jetzt was zu sagen, aber Blutpunkte vielleicht noch anfahren, ansammeln, bis es soweit ist. Also es sind ja schon noch, ich glaube, 24 Stunden. Ja, 24 Stunden. Also ich denke mal, bis ich das Video hochgeladen habe, ist es schon vergangen. Dann sind es halt nur 23 Stunden, aber in 23 Stunden, da kann man schon mal eben eine halbe Million zumindest machen. Man muss es halt nur machen. Deswegen, und dann ein bisschen für sich selber Punkte geben oder jedes, egal was für ein Offering. Sagen wir mal ein Graus. Das hier, die kann die ganze alle verballern. Gibt ja auch Punkte. Muss ja nicht immer alle diese hier sein, oder? Das kann es natürlich auch sein, aber für das, ich habe noch einen davon, ich habe da ganz viele. Das sind, glaube ich, 30 Stück oder so, oder 40, weiß ich jetzt nicht. Aber, ja, dass dann halt, das kommt, ne? So wie habe ich ja auch hier auf Mike Myers ein Blue-Punkte-Perk-Bild. Und ich denke mal, da mache ich dann das hier, damit ich, ich bekomme zwar dadurch durch den hier mehr, aber da ich hier in dieser Kategorie schon ein Perk habe und gerne das ja und da ein bisschen meinen Nachteil haben möchte, dann würde ich wahrscheinlich eher so spielen, warte. Dann so, dass mein Terrorradius um 25% reduziert ist. Das heißt, ich bin nochmal stealthiger. Und ja, also ich hatte gestern auch eine Truppe da, die haben mich echt auseinandergenommen. Da musst du halt echt gut wissen, wie du da spielst. Und manchmal, also ich habe manchmal echt Leute, da denkt man sich so, nein, nein. Aber dann, wenn du die Runde verlierst, oder vielleicht zwei oder drei, dann hast du wenigstens danach ein paar Leute, die ein bisschen lost sind. Dann hast du vielleicht auch deinen Spaß. Ja, oder mal gucken bei den Killern. Gibt es immer ein Addon, was immer so Spaß-Addon ist, wo halt ein bisschen mehr Blutpunkte gibt. Also, oder ein bisschen noch Blutpunkte, wird einfach auch Blutpunkte ausbauen. Scheißegal, wie die Runde läuft. In den meisten Fällen machst du so 20.000 bis 25.000. Oder 15.000 bis 25.000. Und wenn dann nochmal deine Blutpunkte, Perks und Addons dabei hast, dann noch ein Offering hast, ich glaube, da machst du vielleicht 100.000. Maximal. Also bald ist ja sowieso das Event, sechsjährige, dann machst du nicht nur 100.000, dann bist du gefühlt, dann kannst du dich nicht mehr retten vor Blutpunkten. Das wird mir auch zu gut gekommen. Und solche mache ich immer, weil es für mich nicht so Sinn macht momentan. Ich habe jetzt 1.700, also ich muss nur eine Runde spielen, dann habe ich halt 2.000 Scherben. Und dann kaufe ich mir für 2000 Scherben, das ist ein der beiden Perks, hier ist richtig, ich habe noch zwei Perks noch frei. Und dann kriege ich halt 150.000 Blutpunkte, so kann man es auch machen. Man muss halt nur spielen, um diese 2000 Scherben zu bekommen, und so mache ich es immer. Finde ich krass, dass ich das schon in einer Woche fast jedes Perk, also ich habe fast 8000 Scherben gemacht in dieser einen Woche fast. Aber auch nur durch diese Doppel-XP. Und ja, ich will mich nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Blutpunkt erfahren noch den restlichen Tag. Und lasst mir gerne Rückmeldung, oder vielleicht wisst ihr mehr, wie der Dredge so spielt. Oder vielleicht wollt ihr mitspielen oder so, keine Ahnung. So Kill Fans oder sowas, damit ich den vielleicht testen kann, weil ich möchte nicht ungern eigentlich gegen Leute spielen, die den schon öfter spielt. Also in offenen Lobbys. Deswegen danke auf jeden Fall, falls sich jemand meldet. Dann danke ich ihm auf jeden Fall und bis dann.